Heute hör ich was Neues, ja. Heute hör ich was Neues, ja. Und kann fast gar nicht glauben, ja, dass so eine Blöd gibt auch noch, ja. Heute fahrt ich was Neues, ja. Was Neues gehört aus Graz sogar. Was hab ich da gehört, ach ja. In Graz regiert eine Frau, auch ja. Und diese Frau regiert, ach ja. Und anscheinend ganz gut, auch ja. Und was macht die Frau, auch ja. Sie spendet viel Geld, auch ja. Von ihr Kapital, was sie verdient, auch ja. Ja, sie hat sich nur wenig Geld für sich behalten, was sie verdient, auch ja. Das andere hat sie gespendet, ja. Das ist ein großes Vorbild, ja. Ja, das ist ein großes Vorbild, ja. Die anderen Politiker kommen mit dem Geld nicht aus, ach ja. Jeder muss sich was suchen, ja. Wo sie bestechen werden, ja. Aber diese Frau macht das gar nicht, ja. Sondern das Gegenteil sogar. Sie spendet ja für arme Leute, ja. Ihr Geld, was sie verdient hat, ja. Hat sie schon 900.000 Euro, ja, gespendet für die Armen, ja. Das ist eine Politikerkirche, ja. Da kann man nur Hut nehmen, ja. Diese Frau ist was Besonderes, ja. Ist fast wie eine Heilige, ja. Ja, die Frau aus Graz, ach ja. Die ist ja wie eine Heilige, ja. So eine Frau, die braucht man überall, ja. Bei der Politik wirkt noch klar. Die Frau aus Graz zeigt uns, was sie alles machen kann. Sie regiert wirklich, wirklich, ja. Wie eine große Frau, auch ja. Die regiert auch wirklich, ja, so wie es sollte sein, auch ja. Sollten die anderen Politikerinnen und Politiker alle Beispiel nehmen, ja. So sollte man regieren, ja, mit der Frau aus Graz. Ach ja, sie ist jetzt von Graz der Häuptling, ja. Und ich kann nur sagen, Hut ab. So eine Frau hätte man schon in Wien auch gebraucht, doch ja. Ja, die Frau aus Graz, ach ja, die regiert doch wirklich, ja. Bis jetzt könnte ich nicht sagen, ja. Ich muss nur sagen, wir brauchen so eine Frau überall, auch ja. Ja, ja.